Willkommen zurück, Leute, zu Edna bricht aus. Yippie, im verfaulten Haus. Ja, als Einstieg hören wir uns mal Poki an, weil komme ich eh nicht drum rum und will es auch wissen. Und währenddessen gucke ich mal, ob es hier noch irgendwas gibt, aber ich glaube nicht. In diesem Raum, Gott, jetzt geht's hab los. Ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Auch keinen Umtopfen mehr. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist hab im Pflanzen. Artig alles angehört. Wofür? Ja, da hat der Poki leider recht. Wofür? Aber sehr witzig. Finde ich ja toll, wenn jemand so spielen und spontan singen kann. Ich mag diese spontane Musik machen sehr. Habe ich auch früher gerne gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Fenster. Nochmal. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Ja, aber sicher, Edna. Das sind ja die Leute, die dich suchen. Dann gehen wir nochmal wieder runter und gucken mal, ob wir irgendwas hier noch übersehen haben könnten. Oder so. Vielleicht nochmal ins Schulzimmer gehen. Hier. Tisch, Tisch. Stuhl, 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 Schrank, Fenster. Okay. Das ist der Stuhl von Alfred. Bäh. War der nicht immer viel größer? Kannst du da irgendwas von benutzen oder nehmen? Ich werde hier später umdekorieren. Den will ich nun wirklich nicht. Bin ich Atlas oder was? Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Kann man hier irgendwas nehmen oder so? Was ist eigentlich? Können wir den Schrank denn benutzen? Machst du den mal auf? Nein! Ich meine, nein. Die Sitzfläche ist auch noch nach 10 Jahren froschverseucht. Was ist mit deinem eigenen Stuhl? Nutzen. Stuhl. Ich will mich nie wieder hier hinsetzen. Okay. Sie hat es also wirklich nicht gemocht. Vielleicht hätte man mal einen Pult nochmal irgendwie benutzen. Nee, das geht gar nicht. Achso, okay. Gut. Ja, ich schaue mich nochmal jetzt um. Weiß ich nicht. Wanne nutzen, das ist voll eklig. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Ja. Das geht nicht. Spiegel, vielleicht kann man den sauber machen oder so. Hier. Das Einzige, was wir haben. Das ist kein Rost. Ich sehe wirklich so aus. Kann man vielleicht mit dem Rostzeug das hier mal, ne? Dass da Wasser über rauskommt? Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vielleicht kann man das überall mal einfach ausprobieren, wo es... Ne? Nur ein... Ja, das Wasser muss ja auch angestellt werden, ne? Gehen wir mal wieder auf den Flur hier. Und hier hatten wir ja auch schon was eingesammelt, nämlich das Feuerzeug. Können wir denn mal machen? Ich gehe mal runter. Vielleicht müssen wir ja nochmal jetzt rausgehen. Warum kann man nicht einfach rausgehen? Zu. Kannst du einen Mantel nehmen? Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Wo wir aber nicht reinkommen, Edna. Nimm die Pflanze mit. Wozu? Die ist tot. Ich weiß es doch auch nicht. Das sind doch meine letzten Hoffnungen hier. Ja, der Raum ist auch so ein bisschen sinnlos irgendwie. Tisch, Gemälde, Verandatür. Bei der Verandatür müssen wir bestimmt was machen.
Bestimmt. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und zwar gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll. Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird, und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ist ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle hingezeichnet habe. Ja. Fun Fact. Ja, die Rügenwalder, da hätte ich ja auch drauf kommen können. Nein. Dieses Fenster ist das letzte Bollwerk gegen die böse Welt da draußen. Ach Mensch, irgendwas muss es doch noch hier zu tun geben. Irgendwas müssen wir machen. Wir haben jetzt ein Feuerzeug, ne? Damit lässt sich bestimmt ganz viel machen. Vielleicht können wir die Pilze anzünden. Da mache ich lieber kein Feuer. Nee. Ich will die Pilze nicht auch noch ermutigen. Genau, so ein bisschen schön kochen und so. Spüle, Durchgang, Pflanze, Fenster, Hintertür. Haben wir die schon benutzt? Ja, ne? Zu. Ja. Kannst du hier den Schlüssel... Ja, ich weiß, der passt nicht, aber... Es ist nicht der richtige... Ja. Kann man von der Tür hier hinten das denn jetzt mal, das Stück da rausholen? Komm, man sieht das hier gar nicht. Das ist voll gemein. Kann man das... Nein, die hat in all den Jahren schon genug gelitten. Vielleicht... Kann man das Fenster einfach aufmachen? Wow, ein echt... Das Fenster, das Fenster! Morgen werde ich als allererstes die Fenster putzen. Was? Wir sind zu Hause, Harvey. Ich will es gemütlich haben. Und nicht so modderig und schlodderig. Genau. Dann dieser dusselige Topf, der hier ist. Vielleicht kann man da mit der Zange was rausholen? Von den Pilzen? Die Pilzernte kann auch bis morgen warten. Dann will sie da ja gar nicht ran. Was haben wir hier noch? Den feuchten Ton? Jetzt vielleicht von hier? Es heißt nicht Schlossabdruck, sondern Schlüsselabdruck. Ja, weil wir das erstmal rausholen müssen. Das ist doch doof. Es ist... Meinst du, hier kann man reinkommen, Harvey? Wie denn? Wir selbst haben es ja auch nicht geschafft. Und wir sind die Experten, oder? Total. Ab morgen kann ich meine Fußnägel wieder hier am Fenster schneiden. Schön. Nein, die hat in all den Jahren schon genug gelitten. Ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt machen können. Aber anscheinend müssen wir den Umweg gehen. Vielleicht können wir hier ein bisschen Feuer machen? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Ja, das ist schön. Jetzt haben wir schon mal Feuer. Der uralte Eisenofen. Können wir denn da jetzt mal... Ach, das ist wahrscheinlich zum Brennen für den Schlüssel. Da sind wir jetzt einen Schritt weiter, aber dafür war das Feuerzeug auf jeden Fall schon mal gut. Tja. Da sind wir wieder draußen. Toll. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Ich meine, wir sind ja auch schon drinne. Was ist jetzt eigentlich unser Ziel? Ich habe keine Ahnung. Geh nochmal zum Schuppen. Den unsichtbaren Schuppen. Was habe ich denn hier über die Schneeschaufel, Hake, Rasenmäher? Das Rad. Das Rad gibt's hier. Mein Lieblingsspiel war Jagd den Frosch. Ja,
Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Oh Gott. Zu Recht. Da ist aber... Da wurde gerade Rad... Hä? Da wurde doch gerade Rad angezeigt, oder nicht? Hm? Bin ich doof? Ja, anscheinend. Das Rad, meine ich, dann war das... Gehörte das kurz dazu. Ich weiß auch nicht. Das gehört... Es war das... Ba-ba-ba. Können wir denn da machen? Nix, ne? Farbtopf. Feuchter Ton. Wir wollen auf jeden Fall an den Schlüssel rankommen. Das ist das Ziel. Und da steckt ein Stück im Schloss. Das wollen wir irgendwie raushaben. Und von all den Sachen, die ich hatte, ging bisher gar nichts. Mit der Zange aber. Mit der Zange habe ich es noch nicht ausprobiert. Das könnte klappen. Dann hätte man schon mal das andere Stück. Den Ton haben wir ja auch schon. Den Ofen haben wir sogar auch schon an. Könnte klappen. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Sehr gut. So, und das machen wir jetzt mal rauf. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima. Das hat geklappt. Prima. Na toll, Edna. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Reicht denn das? Von wegen Abdruck und so? So. Da. Was einmal geklappt hat? Hm? Können wir das jetzt auch rausnehmen damit? Mit den Topflappen direkt mitgedacht. Die Form ist fertig. Nur wo bekomme ich diesmal das flüssige Gold her? Knifflig. Knifflig, aber immerhin haben wir es jetzt schon fast. Komm, wir schmelzen den einfach ein. Geht das nicht? Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Wir brauchen den alten Schlüssel doch nicht. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Oh nein. Das war jetzt aber vom Rätsel her nicht so schwierig, wie ich gedacht hätte. Aber wir hatten auch schon viel jetzt vorbereitet. So, das kannst du jetzt mit den Topflappen wieder nehmen. Kinder, das Gold ist fertig. Schön. So, das da rein. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Ja. Und nun? Was jetzt? Ich habe ein Déjà-vu. Genau. Können wir das... Vielleicht brauche ich ja jetzt einen Kühlschrank zum Kühlen. So, und das da rein. Ach, zack, geht sogar. Sehr schön. Kühlschrank nicht, aber die eklige Tonne da draußen tut's auch. So, nimm. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Der Schlüssel ist fertig. Und das weitere Prozedere kenne ich bereits. Wir kombinieren die Form mit den unmöglichsten Gegenständen. Wir beeilen uns, den Schlüssel aus der Form zu lösen, damit es endlich vorangeht. Langweilig. Bin sehr froh, dass das hier mit der Tonne geklappt hat, weil ich sonst keine Ahnung gehabt hätte, wo ich das Ding sonst kühlen kann. Ja, nimm das Ding. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Selbstgemacht. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ja! Wie cool. Wow, wir haben einen neuen Schlüssel. Cool, jetzt können wir hier den hoffentlich überbenutzen. So, dann können wir aber auch schön zur Haustür reingehen, oder? Nicht hier hinten. Obwohl, dann können wir den auch da benutzen und... Ja, wir können durchgehen, wie wir wollen. Ist das toll. Vor allem können wir jetzt ins Zimmer gehen. Jetzt benutzen wir den Schlüssel. Da. Schlüssel benutzen. Haustür. Ja, alles ist offen. Das Haus ist wieder bewohnt, sozusagen. Ach, schön. Ja, jetzt gehen wir mal nach oben. Jetzt will ich auch mal wissen, was da ist. Huch. Na? Oh, Ednas altes Zimmer. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft.
Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt! Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinaren Maßregelung zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Ah, da sind wir wieder zurück in der Vergangenheit. Und dann kommt immer so diese Musik und es ist so Vergangenheits-Edna-Musik. Das ist so schön. Ach, guck mal, hier haben wir sogar das Logo von Dardelic. Und hier The Whispered World. Auch ein sehr schönes Spiel. Habe ich noch nicht gespielt. Weiß ich noch nicht, ob ich es irgendwann mal mache. Ach, schön. So voll die Logos hier. Guck die doch mal an. Sag doch mal was dazu. Nichts sagt sie dazu. Schade. Vielleicht können wir das alles mal hier anschauen. Ach, das Tagebuch liegt da schon direkt. Ich will mich aber nochmal umgucken hier. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Mhm. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Geht noch irgendwas? Guck mal durchs Fenster. So viele Erinnerungen da draußen. Und wie schön das hier alles noch aussieht und wie vermoddert in unserer Zeit. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Ach so ist das also. Ja, gut. Poki? Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Dedelic entstanden sind, bereits mit der Dedelic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich, die wurden später hier in den Hintergrund reinmontiert. Woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Aber umso cooler, dass da jetzt die Spiel und das Logo und so hängt. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich mag sowas. Würde ich als Entwickler auch einfach dreist machen, ne? Ein bisschen Eigenwerbung. Schadet ja nicht. Gut, dann gucken wir uns jetzt das Tagebuch an. Hey! Da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute.
Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Aber ich meine, sie kann doch nichts an der Vergangenheit ändern, nur weil sie da... Ne, sie kann ja nur selber sich erinnern mit Harvey, was passiert ist, aber sie kann es doch nicht beeinflussen und damit dann auch nicht den Vater retten, oder? Ich meine, raus können wir nicht gehen. Was können wir denn machen? Das hier aufmachen? Einfach mal, komm, geh mal raus. Geht das nicht? Ich habe auch gar keine Sachen. Ach, Harvey könnte ich spielen natürlich, stimmt. Harvey, und der kann nämlich auch rausgehen. Aha. Alles klar, Harvey. Wir spielen mal wieder Harf. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Mhm. Kann man da durch? Da ist der Alfred. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Das ist schön. Kannst du da durchgehen, Harvey? Weil es bringt ja eigentlich nichts. Können wir hier außen rum? Dann hören wir uns nochmal den Poki zuletzt an und dann muss ich leider einen Cut machen. Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey die eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Ja, lass es, Pucki, lass es. So schließt sich der Kreis, wollte ich sagen. Ne? Mit diesen Gedanken sehen wir uns im nächsten Part von Edna bricht aus. Und dann kümmern wir uns um den Specht. Und ich weiß auch nicht, irgendwie finden wir mit Harvey bestimmt einen Ausweg. Wir können ja den Specht schon mal hier reinziehen. Ne? Das Fenster. Kann man das Fenster da reinziehen? Können, aber Alfred können wir Bescheid sagen. Alfred. Dass Alfred da steht. Ne? Dass Edna Bescheid weiß. Kann man noch irgendwas ziehen? Nee. Aber ich denke, das ist schon ganz gut so. Dann kann er ihr Bescheid sagen, Leute. Machen wir das nochmal eben? Das machen wir nochmal eben, komm. Edna! Edna, da steht Alfred vor der Tür. Edna ist die Größte. Ja, Edna, ganz toll. Oh, jetzt ist es weg. Oh, jetzt muss ich es nochmal holen. Jetzt muss ich den doofen Alfred nochmal anklicken. Oh, nee. Jetzt ist er endgültig unten bei mir durch, so. Nee, 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 nee. Nee, und dann, komm, sabbeln, mach ich mal im nächsten Part, ne? Jetzt muss auch mal Schluss sein, liebe Leute. Bis zum nächsten Part.